nochmal herzlich willkommen zu diesem Video jetzt auf dem Motorradl. Wir sind gerade losgefahren. Ich freue mich sehr, dass ihr mich begleitet auf dieser wunderbaren Tour bei bestem Oktoberwetter. Der 17. Oktober, kurz vor 10 Uhr. Und wie gesagt, es geht heute in den nordwestlichen Zipfel Brandenburgs, die Prignitz. Aber jetzt fahren wir erstmal ein kleines Stück, genießen das Wetter. Traumhaft, traumhaft. Ja. Wie ihr seht, wir sind mittlerweile im Herbst, der 15. Oktober ist klar. Der 17. Oktober. Der 15., nee, heute ist der 16., wa? Nee, Freitag der 14., Samstag der 15. Der 17. ist heute, genau. Jetzt komme ich hier ganz durcheinander mit den Daten, ey. Naja, egal. Auf jeden Fall 17. Oktober, Montag der 17. Und ja. Der Laub ist schon sehr, sehr schön bunt. Zum großen Teil liegt es natürlich auch schon unten. Was immer so ein kleines... bisschen die Aufmerksamkeit auf uns zieht. Oh, jetzt gucken wir mal, was geht hier. Und nutzen das schöne Wetter in die und fahren noch mal eine Runde Motorrad. Das wird so jetzt noch mal für den Rest der Saison die längste Tour sein. Mit so roundabout und 320, 330 Kilometer insgesamt. Und mal gucken, wie viele Touren das dieses Jahr noch werden. Weil ich habe in Kürze Urlaub, quasi Ende Oktober, nächste Woche sozusagen. Ich gehe jetzt nur für einen ganz kurzen Turn arbeiten. Von morgen nach Bremen, am Samstag war ich wieder zurück. Das heißt, ich mache bloß 3 Schichten. Sagt sich gerade, das lohnt sich nicht. Ja, irgendwie fehlen mir sonst so ein paar Stunden. Da sagt meine Firma wieder, ich hätte zu viel frei gemacht. Aber ich habe auch hier noch Überstunden, ich hätte da, ja. Und dann fahren wir für das letzte Oktoberwochenende, da wo die Zeitumstellung ist, nach Plauen ins sächsische Vogtland. Geplant ist da so ein kleines Familientreffen. Da haben wir ein schickes Hotel gebucht. Das heißt, wir fahren definitiv mit Hund, Kind und Kegel dahin. Und wenn das Wetter natürlich sich das Wochenende hervorragend ankündigt, werde ich natürlich mit dem Motorrad da runterfahren, versteht sich. Und aber das ist alles doch so ein bisschen Zukunftsmusik. Gegebenenfalls werden wir noch die ein oder andere kleinere Tagestour machen, weil meine Saison geht bis Ende November. Ich gehöre zu den Bruchstrichfahrern, ja. Darf 3/11 des Jahres fahren. Aber warum habe ich mir jetzt so als eins der letzten größten Ziele für dieses Jahr die Prignitz ausgesucht? Nun ja, ich war ja im August zur JHV von motoblog.de, so die Jahreshauptversammlung, wie es genannt wird. In einer anderen dieses Treffen, dies findet ja jedes Jahr in einer anderen Region in Deutschland statt. Und nachdem jetzt die letzten drei Jahre, um genau zu sein, immer irgendwas mit Franken waren, Oberfranken, Unterfranken, Hochfranken und zuletzt Tauberfranken, jetzt dabei war, wurde
wurde ich auserkoren, die nächste JHV auszurichten in der Region hier oben. Das hieß dann so, nächste JHV machen wir so am Wannsee. Direkt der einzige bin, der hier so aus der Berliner Ecke kommt, der daran teilnimmt. War die Wahl halt irgendwie auf mich gefallen, ja. Jetzt, also gut habe ich mir gedacht und habe mal hier oben rumgeguckt, wo man sowas abhalten könnte. Also als erstes brauchst du erstmal eine Unterkunft, ja, wo wirklich möglichst alle reinpassen. Zumindest alle, die sich bis zu einem bestimmten Zeitpunkt anmelden. Ja. Sollte es denn noch Nachzügler geben, kann es sein, dass wir Ausweichquartier noch für die suchen müssen. Was natürlich dann möglichst nicht dabei ist. Ziemlich Puffer, Alter, ey. Und dann hatte ich so mehrere Hotels, die so in Betracht kamen, angeschrieben. Und ja, nicht jedes hat sich zurückgemeldet, andere haben mir gesagt, versuchen sie das da und da mal. Dann war das entweder exorbitant teuer, wo ich gesagt habe, Leute, Alter, das hat doch nicht 120 Euro pro Person und Nacht. Ja. Andere hatten wieder gar nicht die Kapazitäten. Die hatten dann bloß 30 Betten, also quasi 15 Doppelzimmer. Das wäre schon mal sehr knapp geworden und wir hätten alle zusammenrücken müssen. Das ist jetzt auch nicht jedermanns Sache, von daher haben wir was Größeres gesucht. Und die weiteren Zusätze sollten ja sein, dass es einen Biergarten gibt, wo wir abends verweilen können. Dass es angeschlossenes Restaurant hat, wo wir Abendbrot essen können. Ja. Und das irgendwie bezahlbar ist. Und dann natürlich noch in einer Region, wo man schön Motorrad fahren kann. Jetzt kenne ich mich in der Prignitz natürlich unglücklicherweise nicht so gut aus. Ja. Aber ich habe da schon so einige Ziele auserkoren, ausgewählt. Und schon mal ein bisschen vorgetastet, inwiefern sich das in so eine Route einfügen lässt. Aber die genaue Routenausarbeitung, die machen wir ja. Also mit wir meine ich der Up to Space und meine Wenigkeit. Der hat sich nämlich angeboten, die zweite Freitagsrunde zu übernehmen. Und da wollen wir dann mal die Köpfe zusammenstecken und gucken, was wir da so auf die Beine stellen. Na, ich habe so hier und da schon mal ein bisschen rausgesucht. Jetzt hier. Schon kommuniziert und telefoniert und die haben ausreichend Zimmer zur Verfügung und zu einem bezahlbaren Preis, wie ich finde. Und das Schönste ist natürlich, die haben eine angeschlossene Brauerei. Mal gucken, ob ich mir dann heute gleich mal zwei, drei Fläschchen zum Probetrinken mitnehme. Und dann mal gucken, wie das vor Ort ist. Jedenfalls haben sie einen Biergarten und hier haben sie Grillstätte und mal gucken, was sie sonst noch so anbieten wollen. Und die JHV läuft ja bekanntlich seit ein paar Jahren wie folgt ab, dass am Donnerstag allgemeine Anreise ist, also individuell, jeder für sich. Manchmal bilden sich hier und da kleine Grüppchen, dass nicht jeder alleine fahren muss, was ja auch sehr angenehm ist. Und dann ist, wie gesagt,
gesagt, Donnerstag individuelle Anreise, optional natürlich. Manch einer musste dann halt noch arbeiten und kommt erst am Freitag dazu, oder stößt am Freitag dazu. Auch das ist natürlich möglich. Am Freitag gibt es dann bekanntermaßen, es wurde glaube ich 2020 eingeführt, dass es dort zwei Touren gibt. Und das hat sich jetzt so fortgesetzt über die Jahre, über die letzten wenigen Jahre, dass sich am Freitag dann jeweils eine getrennte Tour anbieten, wo dann zumindest versucht wird, gemeinsam Mittag zu essen. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das denn gestalten am Freitag. Und am Samstag gibt es dann eine große Runde mit allen Teilnehmern. Da müssen wir mal gucken, was wir da auf die Beine stellen. Mir schwören ja schon so ein paar Ideen durch den Kopf, aber ich möchte auch nicht zu viel verraten, da ich jetzt nicht weiß, in welcher Reihenfolge die Videos kommen. Aktuell, just mit diesem Datum beginnen die Rumänien-Videos, wo der eine ganze Ende gibt. Ja, also ich habe jetzt die ersten drei Tage geschnitten. Nein, stimmt gar nicht, die ersten vier Tage. Bin jetzt dann dabei, die Video Nummer 5 zu schneiden. Video Nummer 5, wohlgemerkt, vom fünften Tag. Von insgesamt 14 Tagen. Also das ist schon eine Hausnummer noch, das hat mich zu bekommen. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich dieses Video irgendwo dazwischen schiebe. Oder halt chronologisch der Reihenfolge bringe. Aber dann kommt es erst nächstes Jahr nach der JHV irgendwann raus, sicherlich. Dann könnte ich ja schon mal verraten, was ich mache. Ich könnte das natürlich erzählen und dann rausschneiden, aber ach nee. Lass uns überraschen, weil dann habt ihr auch noch was zu gucken, den Videos der Jahreshauptversammlung, beziehungsweise auf diesen Videos, die genau? Beziehungsweise auf den Videos, die ich noch bis dahin machen werde, da werde ich sicherlich das ein oder andere noch dazu erzählen. Ja, und sonntags ist dann natürlich nochmal ein gemeinsames Frühstück, mehr oder weniger. Die einen gehen dann gleich ganz zeitig frühstücken und reisen dann zeitnah ab. So wie gesagt, wir haben jetzt einen Termin und wir haben eine Unterkunft. Als nächstes brauche ich dann halt die Teilnehmerzahl und dann brauchen wir die Routen. Und jetzt am Hotel will ich dann mal gucken, wie das ist mit den Zahlungsmodalitäten und so weiter und so weiter. Ich habe jetzt erstmal ausreichend Zimmer geblockt. Wetter zum Motorradfahren, ey, geil. Dazu noch dieser farbenfrohe Herbst. Ich bin total begeistert, ey. Ja, Freunde, herzlich willkommen in der Prignitz. Ich bin jetzt das erste Mal sehr intensiv hier. So mit dem vollen Bewusstsein, dass ich jetzt in der Prignitz bin. Sonst bin ich hier nur so mehr oder weniger durchgefahren. Geil, ja. Also das ist nicht so platt, nicht so glatt, das ist recht hügelig. Ja, okay, die Straße ist aktuell nicht die beste, aber landschaftlich sehr geil, ja. Kannst du nicht anders sagen. Oh, und ich finde es eigentlich hier oben traumhaft. Ja. Prignitz. Unsere Touren werden sich natürlich auf diesen Bereich hier beschränken. In Budin. Oder Bodden. Nach so circa 160, 165 Kilometern, wenn die Umleitung nicht gewesen wäre, ist hier irgendwo das Hotel Prignitzer Hof.
mit einer kleinen Brauerei. Und diesem Hotel soll ja die Homebase sein für die JHV 2023. Und das ist der Grund, warum ich jetzt hier hochgefahren bin. Und die gucken wir uns jetzt mal etwas genauer an. Und mal gucken, nicht, dass wir dran vorbeidonnern. Bio-Obst. Erdgas. Hier, wa? Biergarten. Oh, Hof. Schlafen, campen. Ich stelle mich einfach jetzt hier frech vor. So, perfekt. Wollen wir mal reingehen gucken. Biker Welcome. So, ja, herzlich willkommen zurück. Ich habe jetzt mal die Location angeguckt. Sehr geil. Sehr geil. Hier 3 Kilometer hoch ist Prignitz, Pritzweig. Prignitz, in der Prignitz sind wir ja als Landkreis. Und die Region hier, da. Aber wie ich finde, landschaftlich sehr, sehr schön. So, um jetzt den Tag nicht allzu lang werden zu lassen, fahren wir jetzt zurück. Schnellster Weg oder Autobahn. Mal gucken, ob wir nochmal irgendwo anhalten und uns mal zwischen die Kiemen hauen oder ob wir durchfahren irgendwie. Ja, ich weiß es nicht. Sehr nette Leute, selber Biker, oft Biker zu Gast, von daher erfahren. Und jetzt gibt's. Ach, hier sind wir. Hier war ich schon 2-3 Mal tanken, glaube ich. Ist ja auch schön, ja. Tankstelle ist 2 Kilometer entfernt. Toll. Irgendwie auf dem Weg an die Ostsee oder von der Ostsee war ich hier schon viel mehr mal tanken gewesen. Das ist natürlich nicht schlecht, ja, muss ich mal sagen. Wenn du 2 Kilometer entfernt eine Tankstelle hast, Träumchen. Absolut Träumchen. Jetzt kommen wir natürlich größtenteils Bundesstraßen zurück. Ich weiß ja, ob hier unbedingt langweilig sein muss. Ja? Ja, eigentlich wollte ich jetzt so ein Bier da noch mitnehmen. Aber leider haben sie am Wochenende alles verkauft. Also das, was Flaschen ist. Vom Fass haben sie da, aber Flaschen, oh, war schwierig. Hätte gerne vorab, was die kostet. Die Pension, das kleine Hotel Prignitzer Hof mit angeschlossener Brauerei, ist erstmal sehr verkehrsgünstig gelegen. Aber dennoch ruhig, möchte ich sagen. Ja, trotz der vorbeifahrenden Bundesstraße ist die 2 Kilometer weiter nördlich verlaufende B167 doch stärker frequentiert. Die darüber geht nach Neuruppin. Stadt am Finno-Kanal. Liebenwalde, na gut. Hatte mir nicht irgendjemand mal irgendjemand in der Kommentare gepostet, ob ich durch Liebenwalde gefahren bin? Ich wüsste es nicht mehr. Jetzt fahre ich jedenfalls durch Liebenwalde. Die Homebase bietet zudem ein eigenes Restaurant mit vielerlei einem vielfältigen Angebot, ja. Und Biergarten, also das heißt, du kannst im Sommer schön draußen sitzen, abends noch ein Bierchen trinken, hinten haben wir so eine kleine Feuerstelle,
dann kannst du da nach Küchenschluss und so weiter noch einen Absacker trinken, machst ein kleines Feuerchen. Ah, schon nicht schlecht, ist schon nicht schlecht. Die Motorräder können wir alle auf dem Hinterhof/Innenhof parkieren. Teilweise ist das ein bisschen überdacht auch, falls es doch mal regnen sollte. Und ist ja bei der Jutta Frost mal trocken. Und wenn es wirklich mal in Strömen regnen sollte, können wir uns da auch in das Restaurant begeben. Wir haben da ein richtig uriges Restaurant auch dran und wichtig ist, selbst gebrautes Bier. Leider haben sie mir keine Kostprobe mitgeben können, da das Flaschenbier aktuell ausverkauft war. Gestern war wohl gut besucht, das Wochenende. Da haben sie viel verkauft und jetzt müssen sie das wieder Flaschen abfüllen. Fässchen hätten sie da gehabt, Fläschchen nicht. Ah ja. So ein Elend um Zerpenschulz 10 Kilometer. Sieht doch geil aus, ja. Wenn die Sonne da jetzt so ruhig steht und das Laub so schön bunt leuchtet, geil, Alter. Absolut geil. Hammer. Finde ich immer wieder geil. So, wir haben es geschafft, im Hellen noch wieder zurückzukommen. Das war so ein bisschen meine Befürchtung, dass ich da so in die Dämmerung reinfahre. Aber es ist ja alles gelaufen wie am Schnürchen. Das Wetter war total top, ey, das kannst du ja nicht anders sagen. Also für Verhältnisse im Oktober, ey, herrlich. Traumhaft warm, ja, und was soll ich sagen? War noch mal so 23, 24 Grad heute gewesen. Bestes Motorradfahrwetter ever. Ja, die Sonne lacht. Das heizt sich alles nicht mehr so oft. Ja, die Umleitung heute Morgen, heute Vormittag, die war ein bisschen nervend. Und mal wieder sagen. Ja, bieg doch ab hier, ey, Alter, ey, du kannst auch dein Auto um die Kurve schieben, Mutti, Junge. Und ja, die Tour war jedenfalls mega geil, hat mir super Spaß gemacht. Und jetzt bin ich gleich in der Garage. Jetzt will ich meine Video an dieser Stelle beenden. Ja. Ein Däumchen da lassen, den Kanal abonnieren, falls nicht schon geschehen. Einmal drücken die Abo-Glocke bitte. Weil nur dann wirst du auch informiert, wenn neues Kanal, wenn neues Video online ist. Ja, und dann Tschüssikowski, bis zum nächsten Mal. Ringehauen.